und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 in der Season-Reise als Dämonenjäger. Da musste ich kurz überlegen. Wir haben immer noch nicht genug Ausrüstung. Haben die Händler vielleicht mal was im Angebot? Ich bin hierher gekommen, um zu graben. Ich will verdammt sein, wenn ich hier kampflos abziehe. Schuhe und ein Brustpanzer, das ist immer gut. Wir bräuchten Level und die Kopfgelder. Ich werde mit Akt 1 beginnen. Nur dadurch, dass ich in einer halben Stunde mich fertig machen muss für Arbeit. Weiß ich nicht, ob ich es überhaupt schaffe, die alle durchzuspielen. Hoffen wir einfach mal, dass es schnell geht. Vergeltung! Auf jeden Fall habe ich einen schönen Ruhefeuerrad. Das gefällt mir. Training zahlt sich aus. Und wieder. Läuft doch schon ganz gut. Noch keine 3 Minuten drin und schon erste Mission fertig. Alle Gegner in der Höhle der Kasrat töten. Das sollte doch ein leichtes sein. Weil ungefähr 23 bis 45 muss ich mich aufs Fahrrad schwingen. Und jetzt ist er hier auf Arbeit schaffen. Ich habe keinen Bock, zu spät zu kommen. Wäre nicht so wirklich hilfreich. Ja, stimmt, ich habe ja schnell anlegen. Wenn auf einem Ausrüstungsslot kein Gegenstand ist, dann legt er automatisch einen gefundenen dort an, wenn er zu dem Slot passt. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Sprich, wenn ich jetzt einen Schulterschutz oder einen Armreif finden würde, würde er ihn automatisch anlegen. Welches gilt für Ringe und Amulette und eigentlich alles. Euch gebührt Ehre. So, dann trinke ich noch einmal schnell etwas. Thank you.
Ey, hier geblieben. Das Spinner. Ich habe nicht genug Hass. Und das sind gelbe Schuhe, die sind besser. Da fällt mir auch gerade ein, der Templer kann ja auch Ausrüstung gebrauchen. Das wird helfen. Und damit hat er auch schon welche. Das ist zwar nur defensives Gear, aber das macht nichts. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Was mir im Moment voll nervt, ist das Wetter. Es wäre einfach die Frühling werden. Wir haben mittlerweile Zeitpunkt der Aufnahme 5. März. Und das hier seht, ist der 7. März. Und das will einfach nicht warm werden. Ein würdiger Gegner! Geblieben. Was macht dieser Erfolg? 100 fliehende Gegner töten. Das zieht einen halt auch irgendwo runter, beziehungsweise macht einen krank. Bei Tagsüber hast du deine 10 bis 15 Grad. Nachts hast du dann mal gleich wieder minus 2. Was natürlich schon ziemlich nervig ist. Aber gut, hoffentlich ist es bald Frühling und dann. Mit der Laune wieder nach oben. So, Arane, wo bist du? Da hinten muss ich hin. Also hier runter und dann irgendwann nach links oben. Rechts abbiegen, nach links oben. Also gegen 22 Uhr habe ich gar nichts gemerkt. Und jetzt auf einmal. Ich fühle mich gerade, als könnte ich mich hinlegen und sofort einschlafen. Was aber nicht gut ist, weil ich gleich los muss. Na, was ist gleich nachher? Der Köcher dürfte mir gute Dienste leisten. Mehr Geschick, mehr Angriffsgeschwindigkeit, mehr Gold. Na doch. So, Arane. Du bist die Nächste, die stirbt. Der Kampf, der eigentlich nicht kurz in den One-Cycle gehen könnte. So, das war die zweite Runde mit Arame. Wir sind hier auf dem Baumarkt. Ja, Mark, hier, wer will, wer will, der hat noch nicht. Ja, von keinem Fall im Gesicht. Das war.
Ich muss zurückkehren. Nein, musst du nicht. So. Bogen dabei und auf zum nächsten Kopfgeld. Ich darf nicht müde sein. Ich muss arbeiten. Ja, aber da gehe ich halt durch die frische Luft und auf der Arbeitsstelle wieder ein bisschen durch. Ich bin stärker geworden. Perfekt. Passive Fertigkeit, da sollte ich vielleicht auch mal nachschauen, weil... Da brauche ich erstmal Jagdfieber. Welche Fertigkeit soll ich mir aneignen? Das hier zu töten. Lebensregeneration. Ich hätte dieselbe Wahl getroffen. Glaube ich dir sofort, Cormac. Wir werden diese Bestien zerreißen! Ich habe nicht genug Hass. Wenn wir dieses Cocktail haben, werde ich es kaputt machen. Und dann werden wir sehen, wann ich es mal aufnehmen kann. Nicht genug Hass. War er hat die Messer mit kompetenten Stimmen die Gegner oder ankommen die Gegner dann zu. Ja, wo ist der Fernstab? Wollen wir aber früher auch nicht. Bei dem muss nicht im Gift stehen von dem Blümchen. Das war sehr schnell, sehr tödlich. Meine Nase schon wieder so heiß. Ich fühle mich stärker. Nee, ich muss jetzt mal Treppe hoch. Oder rüber. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Geschafft haben wir es nicht, kleiner Frosch. Cool, der Alte. Die grausame Schwertschneide soll hier zu finden sein, aha. So, wieder mal da. Ich habe nicht genug Hass. So, Handy auch erledigt. Katakomben. Aber ich muss ja zweite Ebene finden.
Ihr seid immer noch Diablo 3 und kein Mensch dir was. Seid gegrüßt, mein Freund. Einer dieser dreckigen Aasfresser hat mir eine alte, extrem seltene Schwertscheide gestohlen. Ich habe ihn bis hierhin verfolgt, doch dann habe ich seine Spur verloren. Vielleicht könntet ihr ihn für mich finden. Klar. Dies sollte kein Problem sein, ganz schön. Eigentlich drin lassen. Das gehört mit zum Spielerlebnis dazu. Weiß, wenn ich es rauscutte und jemand schaut sich das Spiel an, denkt der, oh, Abenteuer. Gar kein Dings. Aber ich weiß, dass die Mist einfach noch verfügt sind. Weg. Pico und sowas brauche ich nicht. Also. Na, vielen Dank. Ohne eure Hilfe hätte ich das hier nie wieder gesehen. Ihr möchtet etwas von mir kaufen, richtig? So, Kopfgeld fertig. Na, brauche ich nichts von. Reparieren lassen. Und damit fehlt nur noch eine Mission und dann sind wir hier durch. In den königlichen Gemächern töten. Nicht genug Hass. Ich bin verflucht. Schön für dich, Lachdanan. Dass du verflucht bist.
Heilt mich! Diese Fahnenkämpfe, die wir noch einmal entschließen. Ich werde nur noch mehr gefürchtet. Das ist natürlich perfekt. So, dann kann ich nämlich hier hingehen. Ich muss zurückkehren. Ich kann den Brustschutz erkunden. Und kann... Gut gemacht. Hier. Eine Belohnung einsammeln. Ach, Brustschutz, sage ich, die Hose. Die nehme ich, was bekomme ich hier? Da, Bornstrotz. Das werde ich nämlich haben, dieses Set. Gibt 20% mehr Erfahrung, wenn ich 2 Set-Teile habe. So, und da wir wieder etwas geschafft haben, bedanke ich mich an dieser Stelle. Warte mal. Vor dem Altar, untersucht den Altar der alten Riten. Das ist das Ding hier oben, oder was? Okay, da können wir uns in der nächsten Folge drum kümmern. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.